Ja, guten Morgen. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Präsentation. Der Wahlkampf nähert sich jetzt der Phase, in der es tatsächlich ernst wird. Wir haben noch 6 Wochen vor uns. Diese 6 Wochen werden intensiv, wie es die letzten Wochen auch schon waren. Sie sehen uns da sehr aufgeräumt, positiv und optimistisch vor Ihnen stehen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Parteivorsitzende jetzt bereits die zweite Tour durch die Länder hinter sich gebracht hat, letzte Woche 4 Bundesländer bereist hat, gestern in Vorarlberg, wo ich sie begleiten durfte, heute in Tirol. Sie wissen um unseren Schwerpunkt, den wir bei diesem Wahlkampf im Bereich Social Media machen. Sie kennen die Zahlen, wir sind in diesem Bereich seit Wochen Nummer 1, haben 2,5 Millionen Menschen erreicht, 1,5 Millionen Menschen noch nicht erreicht. Das ist etwas, was wir uns für die nächsten 6 Wochen vorgenommen haben. Und ansonsten kennen Sie auch die jüngsten Umfragen, die einen klaren und deutlichen Aufwärtstrend für die Sozialdemokratie zeigen. Auch das freut und motiviert uns natürlich. Und in diesem Sinne darf ich Sie nochmal herzlich willkommen heißen und gebe weiter an unseren Wahlkampfmanager. Ja, vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie ebenfalls ganz herzlich willkommen heißen. Vielen Dank, dass Sie zur Präsentation unserer Wahlkampagne heute gekommen sind. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir einen inhaltlich starken Themenwahlkampf führen werden. Wir haben das auch bereits in den letzten Wochen mit unserer Österreich-Tour ja auch bewiesen, wo wir im Rahmen dieser Tour auch bereits viele inhaltliche Themen angesprochen haben und konkrete Vorschläge gemacht haben. Ich darf erinnern an den Klimabonus, das Klimaticket beispielsweise oder auch an den Familienbonus neu, beziehungsweise die Versorgung mit Kindergartenplätzen. Und das haben wir auch vor, in diesem Wahlkampf noch zuzuspitzen. Den Slogan sehen Sie hier auch bereits auf allen Werbeträgern. Er heißt Menschlichkeit siegt. Und ich ergänze noch, Menschlichkeit siegt, wenn du sie wählst, weil wir der Meinung sind, dass nur eine starke Sozialdemokratie den Zusammenhang und den Zusammenhalt in der Gesellschaft garantieren kann. Die soziale Frage, die Menschlichkeit, ist die verbindende Klammer für uns auch in diesem Wahlkampf. Wir sagen auch, dass Österreich eine starke Sozialdemokratie braucht, damit die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Pensionistinnen und Pensionisten, der Frauen, der Schülerinnen und Schüler, der Lehrlinge auch entsprechend wahrgenommen werden. Und wir hören zu, wie wir das auch im Rahmen dieser Österreich-Tour gemacht haben. Wir interessieren uns für die Lebenssituation der Menschen, wollen konkrete Vorschläge auch im Rahmen dieses Intensivwahlkampfes in den kommenden 6 Wochen präsentieren, wie wir die Lebenssituation der Menschen, der Bevölkerung auch verbessern können, weil wir sie nicht mit ihren Alltagssorgen allein lassen. Und daher haben wir uns für die erste Welle die beiden Themen Klima, und Sie sehen das sowohl am Plakat als auch an den Forderungen hier am Dreieck stehen da, aber auch Arbeit hier in den Mittelpunkt gestellt. Die zweite Welle wird dann sein Gesundheit und Pflege und Wohnen. Und wir setzen einerseits auf den traditionellen Wahlkampf wie Plakate, Inserate, Hörfunk, TV, aber natürlich auch auf Social Media, auf Online-Werbung. All das macht in Summe einen professionellen Wahlkampf aus. Wir stellen dabei in den Vordergrund, wofür die Sozialdemokratie in diesem Land steht, nämlich für leistbares Wohnen, für die Sicherung der öffentlichen Gesundheitsversorgung und auch der Pflege. Ein Leben im Alter mit Würde, für die beste Bildung
und auch für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Österreicherinnen und Österreicher. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage es einmal mehr, wir werden uns an einer Schlammschlacht in diesem Wahlkampf nicht beteiligen. Wir werden einen inhaltlichen Wahlkampf führen, auch wenn bereits erkennbar ist, dass die Kunstfigur Kurz bröckelt, weil er sich eingestehen muss, dass es ein Fehler war, die FPÖ in die Regierung zu holen, und das kann man nicht durchwandern oder sich in die Opferrolle flüchten, wie es andere tun. Wir sehen, dass die gerichtlichen Verfahren infolge von Blau-Schwarz 1 noch immer andauern und bereits diese 17 Monate einer Ibiza-Koalition schaffen der Justiz sehr viel an Arbeit, sodass alleine deshalb schon eine Verbesserung der Personalsituation in der Justiz notwendig ist. Wir stellen die Menschlichkeit, die Ehrlichkeit, die Sauberkeit in den Mittelpunkt des Wahlkampfs. Wir treten ein für einen Wettbewerb der besten Ideen und beginnen damit mit dem heutigen Tag unsere Aufholjagd. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Warum ist die Parteivorsitzende heute nicht da? Weil sie heute noch auf Tour ist. Wir waren gestern in Vorarlberg, sie ist heute noch in Tirol, wird aber morgen pünktlich um 10.30 Uhr Sie alle zur Eröffnung der Wahlkampfzentrale begrüßen. Noch eine Frage auf den Dreieckständern. Sieht man hinten auch die zweite Nationalratspräsidentin Doris Burres. Wird die auch eine tragende Rolle in dem Wahlkampf spielen? Die zweite Präsidentin des Nationalrates, Doris Burres, ist in Wien auch eine der Landesspitzenkandidatinnen und Kandidaten und auf der Bundesliste auf Platz 3. Und daher wird sie eine wesentliche Rolle in diesem Wahlkampf auch spielen. Weitere Fragen? Herr Stappacher, bitte. Ich will Ihnen nicht ersparen, diese, was Sie sagen, Schlammschlacht, davon beteiligt sich nicht. Es gibt aber immer wieder aus Landesorganisationen, aus Gemeindesektionen so kleine Querschüsse wie das Doschenschießen, das dann in große Boulevardblätter sogar Eingang findet. Wie gehen Sie damit um? Ist da jetzt schon ein Machtwort gesprochen oder sprechen Sie da noch eins, dass da nicht immer so kleine Störaktionen, die dann groß aufgeblasen werden, Ihnen in die Quere kommen? Ja, ich glaube, der niederösterreichische Parteivorsitzende hat ja gestern klar Stellung genommen. Ich kann mit diesem klaren Statement nur anschließen. Ich halte das für absolut nicht in Ordnung, was da passiert ist. Und in dem Sinne gehe ich davon aus, dass wir in den nächsten 6 Wochen keine Schlagzeilen mehr liefern. Weitere Fragen? Danke fürs Kommen. Danke. Vielen Dank.